Und somit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. Wir fahren die Regenmeister mit dem McLaren MP4 12C. Mit dem Auto sind wir ja schon extrem abgegangen. Und jetzt halt hoffen wir mal, dass es hier auch klappt. Und sorry, dass ich den letzten Part gestern so schnell beendet habe. Ich musste die ganze Zeit so extrem niesen. Und das war zu heftig einfach nur. Das war zu heftig. Das war echt scheiße, muss ich sagen. Was für Reifen darf man hier maximal nehmen? Ne? Alle. Also ich weiß nicht, sollen wir damit Starkregen oder Intermediates fahren? Oder wollen wir es einfach mal mit Sportweich versuchen oder mit Rennenweich? Ich weiß nicht, ob es uns dann da dermaßen umhaut, ob wir das Auto dann gar nicht kontrollieren können. Es war ja beim 5er war es ja so, du warst ja mit normalen Reifen warst du ja schneller als mit Regenreifen. Ich weiß es halt nicht, wie es hier ist. Wir werden es gleich herausfinden. Boah. Danke. 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 Zufall von der Logik her wären ja stark Regenreifen sinnvoller. Boah, das Auto hast du nicht unter Kontrolle. Boah. Oh, krass, ey. Genau, KTM Expo oben offen. Ihr hört, sobald ich aufs Gas gehe, dreht der durch. Ist halt eine extreme Rutschpartie. Na, wir kommen ja ran, also so ist es ja nicht. Kommst denn du jetzt halt her, du Zipfel? Vor allem, das ist ja ausschließlich. Ja, danke. Für Fahrzeuge mit Hecktrieb. Mit Heckantrieb. Da. Am besten nicht wirklich lenken. Warte. Ups. Müsst ihr euch mal anschauen, wenn ich jetzt Gas gebe. Ich bin einfach nur voll spult. Zu heftig die Kiste. Ja. Zu viel Leistung.
Der Scheibenwischer bringt halt auch gar nichts. Brutal. Brutal. So sieht es dann aus, wenn man plötzlich gar keinen Grip mehr hat. Alter. Wenn es klappt, dann klappt's, hä? Wir sollten langsam mal wenig nach vorne kommen. Was ist denn jetzt los? Bitte, McLaren. Enttäusch mich halt nicht so. Ich verstehe gar nicht, wie da vorne in Huayra rumeiern kann. Ich kann das Auto ja nicht mal auf trockener Strecke fahren. So, jetzt haben wir eine Runde noch für zwei Gegner. Und die sehen wir ja immerhin schon mal, also ist ja gut. Ja. Vollgaskurven sind halt echt scheiße für das Auto bei dem Wetter. Also wir versuchen es im nächsten Mal mit Starkregen. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt. Nope. Ich meine, ein Versuch ist es wert. Weil, also notfalls würden wir es halt mit den Reifen auch gewinnen können. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf Nürburgring dann. Eine Runde lang. Wahrscheinlich mit nur Rutschen zu fahren. Hier geht es jetzt halt noch klar, weil du doch ziemlich viel Geraden hast. Aber du musst auch so für die Bremsen. Ne? Nein. Glück gehabt. Was ist denn jetzt los? Schau, das ist doch fast wie bei EA-Spielen, dass du es nicht gewinnen kannst. Wird es jetzt halt hier noch schwieriger, dass das Auto die ganze Zeit ausbricht. Na, wir haben ja wenig einen Vorsprung, ist ja schon mal gut. Ich darf jetzt halt wieder nicht zu viel wollen. Ah, es hört auf. Warum hört es jetzt plötzlich in einem Regenrennen das Regnen auf? Na gut, die Straße ist halt noch nass, aber... Das haben wir gewonnen. Gut. Nices Gerät auf jeden Fall. Meister der Route. Was auch immer wir jetzt gemacht haben. Müssen wir da mal nachgucken noch.
So, zwei Runden, oder? Ja. Security Lazard, Söte Lazard. Jetzt schauen wir mal, wie viel Regenprozent. 100%. Also fahren wir jetzt halt einfach mal mit Starkregenreifen. Vielleicht geht es auch total in die Hose, aber wir werden mal sehen. Triebe auf 360. Wir werden sehen, wie schnell wir werden. Beim besten Willen, das macht ja gar keinen Unterschied. Ja, wohl doch in die Kurven. Und beim Bremsen, ja, doch, okay, also in dem Fall macht Starkregenreifen Sinn. Fort, geh weg. Wir waren auf jeden Fall bei über 360, oder? Nein. Meine Empfindlichkeit ist auch zu hoch bei sowas, ey. Du darfst fast nicht bewegen, das Auto. Sagen wir Sonder, Enzo und F1, na geil. Okay, die Curbs, die ficken mich immer, auf gut Deutsch. Keine Chancen hatte. Also kannst halt wirklich nicht aus einer Kurve raus beschleunigen bei Regen. Ne, das war mir jetzt zu riskant, da einfach voll durchzugehen. Und tschüss, ja. Tschüss, mach gut. Oh, Spul, 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 Spul. Reifenverschleiß mal 1000. Ich bremse doch schon. Muss halt auch bedenken, Alter, ich fahre halt auch wirklich ohne, also mit Traktionskontrolle auf 1. Ist halt bei Regen wahrscheinlich auch nicht gerade das Sinnvollste.
Gas. Das war jetzt eigentlich keine Absicht. Die sind halt schon ganz schön weit weg da vorne. Warum bremse ich nicht? Sagt mir das mal bitte einer. Jetzt stelle ich mich halt schon wieder an wie so ein Vollidiot. Ich weiß doch, dass ich in den Kurven kein Gas geben soll, also nicht Vollgas. Aber was mache ich? Ich gebe Vollgas in den Kurven. Schau mal, bis ich da wen Gas geben kann, da sind die schon wieder ewig weg. Gegenlenken beim Beschleunigen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier auf der Geraden wieder einholen alles, aber ja, am Arsch, nix. Sekunden verflucht. Komm, wenn wir den da mal kriegen. Scheiße, ich soll bremsen. Ich soll bremsen. Ferrari FXX fährt ganz vorne. Na, klasse, schau mal, wo der schon wieder ist. Das können wir schon mal irgendwie voll vergessen. Naja, obwohl. Ein bisschen Glück und Geschick. Können wir es noch schaffen irgendwie? Glück und Geschick und wir sind einfach nur dämlich. Da fahren wir in der ersten Runde schon raus und in der zweiten natürlich wieder. Jetzt halt Auto, bleib mal cool. Sorry Leute, ich habe keine andere Wahl. Das tut mir leid, aber ich habe jetzt keinen Bock, das Rennen nochmal zu machen. Entschuldigung, nehmt's mir bitte nicht übel, okay? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders hätte gewinnen sollen. Das Auto hat aber einfach nur viel zu viel Leistung für so Regendinger. FXX, ey, das ist doch kein normales Straßenauto mehr.
Das wird lustig. Ja. Hä? Was? Warum auf Sport weich? Er ist trockene? Ne, ist doch glitschnass, 100% Streckennässe. Gib mir jetzt mal Reifen wieder, du Zipfel. Ja, Starkregen. Warte, ich gehe mal auf Intermediate jetzt. Nicht, ah Mann, du blödes Spiel! Nicht verlassen! Ich wollte Fahrzeugeinstellung, ich wollte mein Getriebe wieder ein bisschen ändern. Obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. Ach, wie blöd nur. Ja, warum? Im Endeffekt stehen sie jetzt wahrscheinlich eh auf Intermediates, habe ich so das Gefühl. Ja, sag ich doch. Das ist vielleicht ein Knallertrupp. Okay, der FXX ist wieder dabei. Das heißt, ich muss mich verdammt arg konzentrieren, dass ich das schaffe. Oder dass wir das schaffen. Nacht auch noch? Übertreiben braucht man halt echt nicht. Ich fahre jetzt bewusst mal so, weil du kannst es doch besser kontrollieren. Alter, das ist ja komplette Scheiße, die Strecke. Hallo Aston Martin. Das kriegen wir noch, kriegen wir noch, kriegen wir noch. Komm, ja. Tschüss. Ich wäre schon wieder fast die andere Strecke gefahren. Jetzt geht's raus in die weite Welt. Bei so einem Wetter ein Straßenrennen, das ist doch bekloppt, ist doch das. Wir kommen aber jetzt gerade ganz gut klar. Ich habe so das Gefühl, die Intermediates sind das Beste. Die haben ordentlich Halt. Auf Geraden und auf Kurven. In Kurven.
Kommst du zu mir? Oh nein! Eine kleine Berührung. Mich schmeißt es gleich komplett weg, ey. Das ist ja Need for Speed Style schon. Ich konnte nicht früher bremsen. Ja, Mann! Ich hasse es hier auf der Strecke zu überholen. Weil da passiert mir immer irgendwie was. Ist nicht vorbei. Na, drehen. Hast du alles unter Kontrolle, Flashy. Sehr schön. Alter, du schleichst hier wirklich durch die Kurven bei dem Wetter. Das ist nicht mehr feierlich, sage ich euch. Nicht mehr feierlich ist es. So, Gas, Bremsen. Ich möchte die jetzt ganz gerne mal sehen, dass ich weiß, dass ich es noch schaffe. Ja. So gewiss nicht. Da ist er! Wir haben gesehen! Du musst halt wirklich schon bremsen, wenn der unten auch blinkt. Finde ich aber cool, dass die Gegner hier auch viele Fehler machen. Also im Verhältnis zu normalen Rennen. Weil da passiert einer ja so gut wie nie irgendwas. Aber hier fahren sie dann doch ab und zu mal raus oder sonst was. Klar, dass sie sich so wegdrehen, wie ich es tue. Da kann man lang drauf warten, aber immerhin ein wenig was passiert einer. Und es reicht ja meistens schon für uns. So, da ist der Pagani gewesen. So, Mr. FXX. Hier bist du. Nimm dich in Acht. Flashy kommt um 7:30. Nein, oh, ich Glück hatte. Das ist kein normales Straßenauto, das könnt ihr mir nicht weiß machen. Huayra lasse ich mir ja noch durchgehen, aber das ist ja. Bestie ist ja das. Ja, ich weiß, das ist eine mit Straßenzulassung, aber. Trotzdem. Ich habe ihn echt einen oder zweimal vielleicht jetzt seit unserem McLaren gesehen. Huayra, geschweige denn den mal überhaupt zu sehen, aber den FXX, das ist ja schon extrem ausgeschlossen. Wir kommen aber hier eigentlich ganz gut klar, oder?
Liegt natürlich auch daran, dass wir die Strecke mittlerweile kennen und dass ich in meiner Lieblingsansicht fahre. Was es mir ja immer leichter macht. Jetzt sind wir gleich auf der langen Geraden schon. Komm noch Linkskurve, Rechtskurve. Und dann volle Möhre geradeaus. So, reiß meinen Gashahn voll auf. Hört sich doch böse an, oder? Wie schnell fahren wir? 340, 50, 60. Berg hoch. Na toll. Ja. Übertreib. 12 Sekunden Vorsprung, da passiert uns nichts mehr. Sieg! Nach 9¾ Minuten. Brutal lang. Aber die Folge war schon wieder lang. War schon wieder lang, Leute. Doppelt so lang wie die gestern. Muss was heißen. Und nein, wir steigern uns jetzt halt nicht doppelt so arg, immer. 3 Sterne. Sehr schön, was kommt als nächstes? Ach, GT-Weltmeisterschaft ist offen. Die Traumwagenmeisterschaft. Dream Car Meisterschaft. Allein Kraft und Tempo 5 Rennen besteht Meisterschaft schnellste der Schnellen, der Traumwagen. Trophäensammlung, genau, das wollten wir gucken. Meister der Route. Was wir da so Besonderes gemacht haben. Als wenn ich so viel Trophäen hätte. Beruhig dich, mach mal den Kinder hier. Gran Turismo 6, da müssen wir rein. Haben wir den schon freigeschalten? 27.02. Okay. Meister die Route. Ah, okay. Jetzt sind wir 3.945 Kilometer gefahren. Oh, noch dreimal so lang. 100 Autos, 50 haben wir, 100 brauchen wir noch. 20 Rennanzüge, 5 Rennanzüge. Starten Sie die letzte Runde einer Meisterschaft auf dem dritten Platz oder schlechter und gewinnen. 1% weniger, okay. Nein, wir brauchen noch 3 wunderbare Runden. Ja, das kennen wir ja. Magen Überraschungssieg. Gewinnen Sie ein Magenrennen. Ja, das müssen wir halt echt. Hätten wir eigentlich schaffen sollen, aber es klappte nicht. ...1959, ach du Scheiße. Ja gut, also wissen wir, was wir da gemacht haben. Wir sehen uns im nächsten Part wieder mit der Traumwagenmeisterschaft in diesem Sinne. Euch einen schönen Tag, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ich bin's, euer Fleschi. Tschüss!